Während unser Amiga 500 hier seine Workbench lädt, habe ich genug Zeit, um über den Inhalt dieser kurzen Folge zu schwadronieren. Thema ist die sogenannte RAM-Disk. Der Amiga stellt uns die Möglichkeit zur Verfügung, einen Teil seines Arbeitsspeichers wie ein eigenständiges Laufwerk für unsere Benutzerdaten, wie etwa auch Anwendungen und Spiele, nutzen zu können. Und da der Arbeitsspeicher der schnellste Speicher im Amiga ist, auf welchen wir als Anwender zugreifen können, bietet dieser auch die höchste Verarbeitungsgeschwindigkeit. Ist klar, keine Mechanik, keine Schnittstelle, direkt alles drauf auf dem 16-Bit breiten Bus des Amiga 500. Zudem kommt noch die absolut lautlose Arbeitsweise. Problem nur, nach einem Reset sind die Daten futsch. Dass dies nicht immer so sein muss, werden wir gleich sehen. So, und nach etwa einer Minute hat unser A500 hier jetzt auch seine Workbench 1.3 von Diskette geladen. Na dann mal los, hier ist der Chips 55, die RAM-Disk. Das Amiga-Betriebssystem stellt uns einen Teil des vorhandenen Arbeitsspeichers als Laufwerk zur Verfügung. Dieses Laufwerk können wir ganz normal benutzen, wie etwa ein Disketten- oder Festplattenlaufwerk. Da das dahinter steckende Speichermedium der Arbeitsspeicher ist, ist diese sogenannte RAM-Disk unschlagbar schnell. Hier sehen wir die Visualisierung der RAM-Disk unter der Workbench 1.3. 2 und 3.1. Die Größe der RAM-Disk ist abhängig von dem zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicher. Dies können wir ganz easy herausfinden, indem wir uns den freien Speicher anschauen und dann mal etwas in die RAM-Disk hineinkopieren. Danach sehen wir, dass der freie Arbeitsspeicher geringer geworden ist. Soweit kein Hexenwerk. Die RAM-Disk belegt also immer nur so viel Arbeitsspeicher, wie gerade notwendig ist. Der Speicherplatz ist demnach dynamisch. Natürlich hat er seine Grenzen, denn im Arbeitsspeicher befindet sich ja unter anderem auch noch das Betriebssystem selbst. Dieses lässt es nicht zu, dass man den ganzen Arbeitsspeicher mit eigenen Daten vollschreibt, denn spätestens dann, wenn man dem Betriebssystem RAM klaut, dann schmiert das System eiskalt ab. Wenn wir über die Shell uns den Inhalt der RAM-Disk anschauen, so sehen wir, dass hier bereits vom System Daten abgelegt worden sind. Diese Verzeichnisse werden beim Booten der Workbench erzeugt. Die notwendigen Befehle hierzu stehen in der Startup Sequence. Ab Workbench und Kickstart 2 oder höher können wir uns die Daten auch direkt aus der Workbench heraus anzeigen lassen, indem wir auf das Piktogramm der RAM-Disk doppelklicken und uns alle Dateien anzeigen lassen. Es empfiehlt sich nicht, diese Daten zu löschen oder zu verändern, denn sie werden von der Workbench hier nicht grundlos abgelegt. Im dümmsten Fall führt ein Löschen der Dateien zu einem fehlerhaften Verhalten oder gar zum Absturz. Für was kann man die RAM-Disk nun einsetzen? Aufgrund der Tatsache, dass sie immer verfügbar und sehr schnell ist, eignet sie sich wunderbar als temporäres Laufwerk. Wenn ich mir zum Beispiel Software aus dem AmiNet geholt habe, schiebe ich das LHA-gepackte Archiv stets erstmal in die RAM-Disk und entpacke sie dort. Das geht deutlich schneller als auf einem Disketten- oder Festplattenlaufwerk. Und dann teste ich die Software hier erst einmal. Wenn ich damit zufrieden bin, verschiebe ich sie dann auf ihren endgültigen Speicherort, meist die Festplatte. Für Kopieraktionen ist die RAM-Disk auch gut geeignet. Man kann dort Dateien und Verzeichnisse zwischenparken, modifizieren und dann woanders hinkopieren bzw. verschieben. Legt man ein ganzes Programm in die RAM-Disk, so erleben wir hier einen wahren Geschwindigkeitsrausch, wie dieser kleine Test hier anschaulich verdeutlicht. Früher wurde am Amiga viel mit Grafiken gearbeitet. Diese lagen oftmals in großen Dateien, die zum Öffnen und Speichern sehr lange gebraucht haben. Wenn man diese Dateien jedoch in die RAM-Disk legt, so geht alles viel flotter von der Hand.
Das klingt ja nun alles beinahe viel zu schön, um wahr zu sein. Und ja, es gibt natürlich auch die berühmte Kehrseite der Medaille. Zum einen die bereits angesprochene Thematik des verfügbaren Speicherplatzes. Wenn man viel RAM hat, dann kann man viel mit der RAM-Disk anfangen. Hat man jedoch nur wenig RAM, sagen wir mal 512 KB Chip und 512 KB Slow-RAM, so wie das in den meisten Amiga 500 damals der Fall war, dann kann man mit der RAM-Disk leider keine Mondflüge unternehmen, da man nicht mal den Inhalt einer ganzen Diskette in der RAM-Disk ablegen kann. Der nächste, weitaus gravierendere Punkt ist jedoch, dass die RAM-Disk ihren Speicher, wie der Name eben sagt, im Arbeitsspeicher, also im RAM, liegen hat. Na und RAM ist nun mal ein flüchtiger Speicher, was bedeutet, dass der Inhalt der RAM-Disk einen Neustart des Amigas nicht überlebt. Danach ist die RAM-Disk nämlich wieder leer und sie schert sich nicht die Bohne darum, ob der Neustart nun gewollt oder einem Systemabsturz geschuldet war. Wenn man also mit der RAM-Disk arbeiten möchte, so gilt die gleiche Regel wie immer, man sollte in regelmäßigen Abständen speichern. Und zwar nicht auf der RAM-Disk, sondern auf einem richtigen Laufwerk, also Diskette oder Festplatte. Und zuletzt darf man nicht aus dem Blick verlieren, dass der Inhalt der RAM-Disk den zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicher dezimiert. Es kann also passieren, dass ein Programm, welches zuvor noch gestartet werden konnte, mit in Anspruch genommener RAM-Disk nicht mehr starten will, weil eben jetzt nicht mehr genug Arbeitsspeicher dafür zur Verfügung steht. Die RAM-Disk ist also in jedem Fall ein zweischneidiges Schwert, mit dem man viel Freude, aber auch die totale Verzweiflung erleben kann. Wenn man den Amiga Explorer benutzt, siehe dazu auch YesterChips Folge 3, so erlangt man hierüber direkten Zugriff auf die RAM-Disk und kann damit ganz normal, wie mit jedem anderen Laufwerk des Amigas auch, herumspringen. Ein Wort noch zur irreführenden Speicherplatzanzeige der RAM-Disk unter der Workbench ab Version 2. Hier steht immer, dass die RAM-Disk zu 100% voll wäre und nicht mehr hineinpassen würde. Stimmt natürlich nicht. Es gibt dafür entsprechende Patches und auch fertige Workbench-Erweiterungen, wie etwa die Better Workbench, siehe YesterChips Folge 42, welche diese Anzeige korrekt darstellt. Tja, bei all dieser Geschwindigkeit kommen doch recht schnell Begehrlichkeiten hoch. Es wäre doch wirklich hammerhart, wenn die RAM-Disk bootbar wäre und man darin beispielsweise eine ganze Workbench-Diskette unterbringen könnte. Diese müsste ja dann eigentlich pfeilschnell laden und richtig schnell zu bedienen sein. Klar, wenn man ausreichend RAM hat, kann man die Workbench-Diskette in die RAM-Disk laden. Das geht. Man kann dann auch die Geschwindigkeitsvorteile nutzen, sicher. Allerdings vermiest uns folgende Geschichte die Tour. Beim Booten von Diskette werden in der Startup-Sequence sogenannte Assigns gesetzt. Das sind systeminterne Verweise auf bestimmte Verzeichnisse. Diese sorgen dafür, dass wir beispielsweise in der Shell von egal welchem Verzeichnis aus nur einmal devs:// eingeben müssen und dann immer im devs-Verzeichnis der Bootdiskette, hier der Workbench, landen. Oder auch sys:// Dies führt uns immer wieder ins Stammverzeichnis der Workbench-Diskette. Diese Assigns bleiben erhalten, wenn wir die Workbench in die RAM-Disk schieben. Wenn also nun ein Prozess auf einen Assign zugreift, dann greift er nicht auf unsere Kopien der schnellen RAM-Disk, sondern auf das Original auf der langsamen Diskette zu. Und schon ist die Handbremse wieder drin. Man könnte alle Assigns jetzt händisch umschreiben, aber hey, das ist eine Scheißarbeit und das ist es irgendwo nicht wert. Wer sich etwas mehr Assign-Infos holen möchte, YesterChips Folge 25 ist voll davon. Wenn wir doch jetzt nur von der RAM-Disk booten könnten, dann wäre das Assign-Problem aus der Welt. Aber vorhin haben wir ja gelernt, dass die RAM-Disk einen Neustart nicht überlebt. Oder etwa doch? Der Amiga und sein Betriebssystem stecken voller Spezialitäten. Und so ganz nebenbei macht er das Unmögliche möglich. Ich spreche von nichts Geringerem als der Reset-festen RAM-Disk. Ja, ohne Mist, wir haben die Möglichkeit, ein Laufwerk im Arbeitsspeicher zu erstellen, welches einen Neustart übersteht. Und noch mehr sogar, wenn wir wollen, dann kann der Amiga sogar von diesem virtuellen Laufwerk booten.
die resetfeste RAM-Disk. Im Folgenden werde ich sie mit ihrer Laufwerkskennung RAT bezeichnen. Steht uns nicht sofort zur Verfügung wie die normale RAM-Disk, sondern sie muss erst ins System eingebunden, also gemountet werden. Außerdem wird ihre Speicherkapazität vor der Benutzung fest eingestellt. Sie ist also nicht dynamisch wie bei der normalen, flüchtigen RAM-Disk. Das Einrichten einer RAT gestaltet sich hier im blauen Salon, populärer Vertreter davon ist die Workbench 1.3 mit Kickstart 1.3, am aufwendigsten. In dieser Umgebung ist es nämlich sehr wichtig zu wissen, dass die RAT nur mit maximal 512 KB Chip-RAM erzeugt werden kann. Hat das System mehr Chip-RAM, wird die RAT beim Neustart gelöscht. Nennt es einen Bug, es ist leider so. Ab Kick und Workbench Version 2 spielt dies keine Rolle mehr. Zunächst muss man die Workbench booten. Dann starten wir ein CLI-Fenster. Jetzt wechseln wir in das Devs-Verzeichnis. Hier befindet sich die Mount-List. In der Mount-List befinden sich die für das System notwendigen Informationen, welche zum Einbinden der Laufwerke notwendig sind. Bevor wir die Liste editieren, legen wir sicherheitshalber eine Kopie davon an. Also etwa copy mountlist mountlist.old. Man weiß ja nie, besser man hat ein Backup, als man hätte ein Backup, ne? Mit dem Befehl add mountlist geht's jetzt los. Scrollen wir nun nach unten, bis wir in die Abteilung RAT kommen. Hier sehen wir, dass das RAM-Drive-Device für die RAT zuständig ist. Weiter unten finden wir die Angabe High Cylinder gleich 21. Dies definiert die Größe der RAT und entspricht etwa 234 KB. Und hier merken wir schon, dass dies nicht reichen kann, wenn wir eine ganze Diskette hier hineinschaffen wollen, denn diese hat beim Amiga ja 880 KB. Es ist aber nicht ganz ohne Grund, denn in einem normalen Amiga 500, der nur seine werkseitigen 512 KB Chip-RAM hat, stehen uns nach dem Booten der Workbench 1.3 etwa noch 360 KB RAM zur freien Verfügung. Hier drin können wir noch gerade so eine 234 KB fassende RAT einbinden. Dann bleiben aber nur noch lächerlich wenige KB RAM zur freien Verfügung und damit wird dann nicht mehr viel laufen. Hat unser Amiga 500 noch die obligatorischen 512 KB SLOW-RAM im Trapdoor-Slot installiert, so schaut es schon besser aus. Aber dennoch können wir die RAT nicht auf 880 KB erweitern. Rein rechnerisch mag es hinhauen, aber die RAT kann nicht speichertypübergreifend, also zum Teil im Chip und zum Teil im SLOW-RAM angelegt werden. Es geht nicht. Wenn wir eine ganze Diskette in die RAT schaffen wollen, brauchen wir, unter Kick 1.3, mindestens 1 MB zusätzliches zusammenhängendes RAM. Sei es nun Fast- oder Slow-RAM. Mit dem CLI-Befehl Avail können wir uns anzeigen lassen, ob es in unserem Amiga einen Speichertyp gibt, welcher groß genug ist, die angestrebte RAT zu beheimaten. Steht uns dies zur Verfügung, dann können wir in der Mount-List den High Cylinder auf 79 setzen. Dies entspricht einer normalen Amiga Double Density Diskette mit 880 KB. Per Escape-Taste und X wird das Ganze gespeichert. Um das RAT-Laufwerk nutzen zu können, starten wir den Amiga nun einmal neu. Jetzt gehen wir erneut in die Shell und geben dort ein Mount-RAT-Doppelpunkt. Jetzt ist das Laufwerk eingebunden und verfügbar. Als kleinen Test wechseln wir mal dorthin, CD RAT Doppelpunkt. Und das heißt hier jetzt nicht Rambo, auch wenn ich es jedes Mal lese. Für uns bedeutet das, das Laufwerk ist eingebunden worden und alles ist gut. Wir kopieren jetzt die komplette Diskette im Laufwerk DF0, also unsere Workbench 1.3, nach RAT. Der Befehl hierfür lautet Disk Copy from df0 Doppelpunkt to RAT Doppelpunkt name RATbench no verify. Wobei RATbench ein ganz beliebiger Name sein kann, also auch System oder Workbench oder was auch immer ihr möchtet.
NoVerify gibt an, dass die Diskette ohne Verifizierung kopiert wird. Dies beschleunigt den Kopiervorgang, denn mit Fehlern auf dem Zielmedium, also unserem Arbeitsspeicher, müssen wir erstmal nicht rechnen. Der Kopierprozess ist nun abgeschlossen. Wir schauen mit dem dir-Befehl nochmal in der RAD nach. Ja, sieht gut aus. Und auch draußen auf der Workbench an sich sehen wir nun das neue Piktogramm namens Radbench. Und jetzt kommt der Moment, in dem der Frosch ins Wasser rennt. Wir entfernen die Workbench-Diskette aus dem Laufwerk. Der Amiga hat jetzt kein Laufwerk mehr, von dem er booten könnte. Zumindest kein klassisches. Control, Amiga, Amiga. Der Affengriff für den Reset und die Spannung steigt. Also in den paar Sekunden hätte ich vorhin keine Chance gehabt, die Inhaltsangabe zu dieser Folge zu machen. Meine Herren, was ist das jetzt eine schnelle Angelegenheit? Und so herrlich leise, toll. Wir sehen jetzt aber auch anhand des freien Arbeitsspeichers, dass uns nun permanent 880 Kilobyte abhanden gekommen sind. Eben wegen der RAD. Diese bleibt uns nun so lange erhalten, bis wir den Amiga komplett ausschalten. Dies gilt auch für die Informationen in der Mountlist. Solange die RAD existent ist, also nicht durch ein komplettes Abschalten des Amiga gelöscht wurde, können wir hier eintragen oder verändern, was wir wollen. Das System wird es nicht jucken und die Änderungen ignorieren. Die RAD hat von Haus aus höchste Boot-Priorität. Wenn sie existiert, dann versucht der Amiga immer erst hiervon zu booten. Sollte man wissen, vor allem dann, wenn man keine bootfähigen Daten dort abgelegt hat. Denn in diesem Fall würde nach einem Neustart das hier passieren. Tja, damit kann man nicht allzu viel anfangen. Möchte man also eine RAD erstellen, die nicht bootfähig ist, so müssen wir in der Mountlist die Zeile bootpri gleich minus 128 eintragen. Damit wird die RAD beim Booten ignoriert, da sie nun die niedrigstmögliche Bootpriorität hat. So viel jetzt erstmal zu Workbench 1.3 und Kick 1.3. Gehen wir zur wenig geliebten Welt von Workbench 2 und Kickstart 2. Zumindest im Zusammenhang mit der RAD wird nun einiges einfacher. Zum einen fällt das Problem mit den maximalen 512 KB ChipRAM weg. Wir können also nun schmerzfrei 1 oder 2 MB ChipRAM im Amiga haben, die RAD wird damit klarkommen. Wobei klar sein muss, dass nur 1 MB ChipRAM im System nicht ausreicht, um eine 880 KB Diskette abzubilden. Ist klar, ne? Außerdem müssen wir nicht mehr die Mountlist bearbeiten, denn hier steht nun schon ab Werk der Highcylinder auf 79. Wir müssen also nur noch in der Shell den Mount-Befehl Mount-RAD-Doppelpunkt eingeben und schon steht uns das Laufwerk zur Verfügung. Die restliche Prozedur mit Disk Copy ist identisch. Möchten wir die Boot-Priorität dauerhaft verändern, gilt das gleiche wie unter 1.3. Unter Devs muss die Mountlist entsprechend angepasst werden. Ab Kickstart 2 haben wir die Möglichkeit, beim Neustart das Laufwerk auszuwählen, von dem gebootet werden soll, im sogenannten Early Startup Menu. Hierfür muss man beide Maustasten gedrückt halten, unmittelbar nachdem man mit Control Amiga Amiga einen Reboot ausgelöst hat. Das macht die Sache flexibler und komfortabler. Und wo wir gerade von komfortabel sprechen, kommen wir zur allseits beliebten Kickstart 3.1 und Workbench 3.1 Kombination. Wobei man hier ja eigentlich voraussetzen könnte, dass die Workbench auf einer Festplatte installiert ist. Mein Beispiel hier widme ich daher meinem Cousin, der damals einen Amiga 1200 ohne Festplatte dafür mit einem externen Diskettenlaufwerk gehabt hat. In DF0, also das interne Diskettenlaufwerk, kommt die Workbench-Diskette und in DF1, das externe Laufwerk, die Storage-Diskette. Das System ist ein Amiga 1200 mit standardmäßig 2 MB ChipRAM. Und hier müssen wir nun gar nichts mehr tippen, alles geht mit der Maus. Wir öffnen die Storage-Diskette und gehen hier in die DOS-Drivers.
Hier finden wir das Piktogramm Rad. Doppelklick darauf und das Ding wird gemountet. Wir sehen das neue Piktogramm im Hintergrund auf der Workbench. Der Heißzylinder ist hier auch bereits auf 79 gesetzt. Wir können dies überprüfen, indem wir das Radpiktogramm mit einem einmaligen Linksklick markieren und anschließend mit gedrückter rechter Maustaste oben ins Menü unter Piktogramm gehen und hier Information auswählen. Das, was hier steht, entspricht genau dem, was wir bei den vorherigen Versionen in der Mountlist gesehen haben. Wir könnten also auch hier die Boot-Priorität hinzufügen. Dies ginge per Klick auf New und nachfolgende Eingabe von Boot-Pri. Ich will aber nichts tippen, also lasse ich es so wie es ist. Nun sehe ich das Piktogramm der Workbench 3.1 Diskette auf das neu entstandene Piktogramm der RAD. Das, was nun hier abläuft, entspricht dem Disk-Copy-Vorgang, den wir schon kennen. Jetzt müssen wir nur noch den Amiga einmal neu starten und da haben wir es geschafft. Auch unter Kick 3.1 steht uns das Early Startup Menu hier nun mit noch mehr Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Selbstredend muss es nicht immer die Workbench sein, die man in die RAD legt. Das kann auch schmerzfrei ein Spiel sein. Was die Angelegenheit ebenfalls sehr angenehm macht, ist die Tatsache, dass auch das RAD-Laufwerk direkt vom Amiga Explorer angesprochen werden kann, sobald die RAD auf dem Amiga gemountet worden ist. Man kann also nun eine Diskette, welche als ADF-Image auf dem PC vorliegt, direkt in die RAD übertragen und den Amiga danach neu starten. Hier aber gleich ein Wermutstropfen. Dies funktioniert leider nicht mit NDOS-Disketten. Also Disketten, welche beim Booten das Betriebssystem umgehen und nicht von der Workbench aus gestartet werden können, da sie dort eben nur als NDOS angezeigt werden. Das ist schade, aber leider Stand der Dinge. Getestet habe ich es mit Katakis und Space Crusade. Beides negativ. Für die Süßinfo-Fetischisten habe ich hier was ganz Geiles. Die RAD schafft es auf über, Achtung, jetzt kommt's, 10 Megabyte pro Sekunde. Ja, das nenne ich mal schnell. Ob man diesem Wert so trauen darf, naja, ich bezweifle es mal, aber es ist auf jeden Fall sauschnell. So, und jetzt genug davon. Eigentlich sollte das hier nur eine kurze Folge werden und deswegen breche ich jetzt hier auch ab. Ihr sollt schließlich auch noch ein paar graue Haare mit der RAM-Disk bekommen, so wie ich. Damit es vielleicht nicht ganz so schlimm wird, empfehle ich dem RAM-Disk-Neuling erstmal ausgiebig unter einem Amiga-Emulator wie etwa WinUAE damit herum zu experimentieren. Und wenn man die Sache im Griff hat, ist es auf jeden Fall eine ganz tolle Angelegenheit. Danke fürs Zuschauen und ein dickes Danke mal wieder ins A1K-Forum, dessen User mich mit ein paar kritischen Infos zum Thema RAM-Disk versorgt haben. Dankeschön dafür und Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.